of unidentifiable flying objects. Yes, they were flying quite high. How high, we couldn't tell because we couldn't get anywhere near their altitude. Hallo Internets, Leroy Gordon Cooper, genannt Gordo, geboren am 6. März 1927 in Shawnee, Oklahoma, gestorben am 4. Oktober 2004 in Ventura, Kalifornien, war ein US-amerikanischer Astronaut, der mit Mercury Atlas 9 und Gemini 5 ins Weltall flog. Gordon Cooper war ein Astronaut der ersten bemannten Mercury-Weltraummission der Amerikaner und der erste Mensch, der während einer 36-Stunden-Mission im All schlief und der letzte Mensch, der alleine im Orbit die Welt umrundete. Sein Kollege John Herschel Glenn war der erste. Es gab mehr als nur eine Gelegenheit für Gordon Cooper, um über UFOs und andere unglaubliche Entdeckungen öffentlich zu sprechen. Und das tat er auch. Cooper war einer der 110 Testpiloten, die in die engere Auswahl für die erste Astronautengruppe des Mercury-Programms kamen. Während der Leistungstests bei der NASA hatte er den Eindruck, dass er ziemlich gut abgeschnitten hatte und war überzeugt davon, dass er auserwählt würde, sodass er bereits nach seiner Rückkehr zum Luftwaffenstützpunkt Vorbereitungen für seinen Abschied und seinen Umzug traf. So war er keineswegs überrascht, als er erfuhr, dass er tatsächlich zu den 7 ersten Astronauten der Mercury 7 Mission der NASA gehörte. Am 15. Mai 1963 startete Cooper dann mit Mercury Atlas 9 zu seinem ersten Weltraumflug. Das Raumschiff hatte er Faith 7 genannt. Er umkreiste die Erde 22 Mal und verbrachte damit mehr Zeit im All als seine 5 Vorgänger zusammen. Er war der erste Amerikaner, der in der Erdumlaufbahn schlief. Er hält bis heute den Rekord für die meisten Erdumrundungen im Orbit. Während der letzten Umlaufbahn um unseren Planeten meldete er der Ortungsstation Mucheia in der Nähe von Perth, Australien, dass er ein grünlich glühendes Objekt sich schnell auf seine Kapsel zubewegen sah. Das UFO musste real und von solider Beschaffenheit gewesen sein, da Mucheia es auf ihrem Radar ebenfalls sehen konnte. Die National Broadcast Company verfolgte den gesamten Funkverkehr. Den Reportern wurde jedoch untersagt, Fragen in Bezug auf das UFO zu stellen. Es fielen nacheinander mehrere Systeme aus, wodurch Cooper die Bremsraketen sogar manuell zünden musste. 34 Stunden und 19 Minuten nach dem Start wasserte er im Pazifischen Ozean und schloss damit das Mercury-Programm ab. Ein weiterer Langzeitflug mit Alan Shepard als Astronaut und Cooper als Ersatzmann war zwar noch in der Diskussion, wurde aber nicht mehr durchgeführt, um sich ganz auf das Gemini-Programm konzentrieren zu können. Cooper war damit der letzte NASA-Astronaut, der ganz allein in den Weltraum flog. Im Gegensatz zu seinen Kollegen hatte er immer schon behauptet, dass einige der gesehenen, unbekannten Flugobjekte nicht irdischer Natur waren. 1996 gab er erstmal all seine Begegnungen und Gedanken in einem Interview mit Yolanda Gaskins im Rahmen der Sendung Paranormal Borderline preis. Kurz vor seinem Tod bekam das Sirius Disclose Project nochmals die Gelegenheit, ein Interview durchzuführen. Das waren jedoch bei weitem nicht die einzigen Interviews mit brisanten Inhalt seitens Cooper. Bereits während seiner Zeit als Jetpilot 1951 in der US Air Force hatte der damals in Deutschland stationierte Cooper die erste Begegnung mit einem UFO. Er und seine Kollegen sahen eine Formation von UFOs am Himmel, welche in unglaublicher Geschwindigkeit unterwegs waren. Cooper und die anderen Piloten sahen mehrere hundert dieser Fahrzeuge. Er sagte, dass sie Formationsmanöver fliegen, fast so wie unsere eigene Staffel. Er und die anderen Zeugen waren davon überzeugt, dass sie eine nichtmenschliche Technologie sahen. Die offizielle Erklärung Monate später lautete, Cooper und seine Kollegen hätten hochfliegende Samenhülsen gesehen. Die Antwort war verrückt genug, um an der Öffentlichkeit nichts als Spott auszulösen. Cooper fand diese Aussage damals völlig verrückt und kaum zu ertragen. Er konnte sich jedoch gut mit seiner intensiven Arbeit als Pilot von diesem Vorfall ablenken. Wie schnell und wie hoch diese Armada flog, konnte nicht ermittelt werden, ebenfalls die Größe, da sie in ihren Kampfjets nicht mal annähernd an die Geschwindigkeit und die Höhe der UFO-Formation herankam. Im Jahre 1957, also 6 Jahre später, hat sein militärisches Filmteam eine Aufnahme von einem untertassenförmigen Fluggerät, welches unweit von ihnen in einem ausgetrockneten Flussbett landete, aufgezeichnet. Das Filmmaterial wurde vollständig durch Coopers Vorgesetzte beschlagnahmt. Es handelte sich um eindeutige Aufnahmen. Für viele UFO-Enthusiasten ist Gordon Cooper eine Legende. Es gibt eine amerikanische Filmproduktion über das Leben und die Hintergründe amerikanischer Astronauten. Cooper fand sich selbst gut getroffen in Der Stoff, aus dem die Helden sind, im Original The Right Stuff. Cooper war der Meinung, dass UFOs von anderen Welten schon lange die Erde besuchten
besuchen würden. Er glaubt, die Besatzung dieser Schiffe sind den Menschen sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich jedoch ein kleines bisschen von uns und sind ein kleines bisschen weiter fortgeschritten als wir. Cooper schrieb sogar einen Brief an die UN mit der Bitte zur Schaffung eines internationalen Top-Level-Programms zur Erfassung und Untersuchung solcher Sichtungen und Besuche und wie man am besten mit diesen Wesen in Kontakt treten kann. Doch die Regierung bevorzugte lieber den Weg der Geheimhaltung und Repression einiger Astronauten. Spätestens nach John Glenns beobachteten Lichterscheinungen im Orbit werden Astronauten gebrieft, solche delikate Aussagen in Codewörtern zu verpacken oder gar nicht erst zur Sprache zu bringen. Ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, bin ich der Überzeugung, dass jeder Astro-, Kosmo- oder Taikonaut bereits die eine oder andere Begegnung der unbekannten Art gegenüberstand. Cooper war 1978 davon überzeugt, dass die Besucher zumindest die meisten von ihnen freundlich waren. Die meisten Forscher auf diesem Gebiet sind sich sicher, dass die Regierung viel mehr weiß, als sie zugibt. Die Aliens zeigen sich wann, wo und wem sie wollen. Mr. Cooper würde ihnen gerne einen angenehmen Empfang bereiten. Wenn sie doch bloß ihn ausgewählt hätten, anstatt ein paar ahnungslose Fischer in Pascagoula, Mississippi, bezogen auf die berühmte Entführung von Charles Hickson und Calvin Parker 1973. Auf die Frage, ob er glaube, dass in Roswell ein Alien-Raumschiff abgestürzt sei, antwortete er, dass er glaubt, dass dort ein solches Fluggerät inklusive toter Körper geborgen wurden. Die Regierung hätte aber noch bessere, lebende Exemplare zu bieten. Er kannte einen Mann mit Namen Moser, der vorgab, in Kontakt mit einem Besucher von einer anderen Welt zu stehen und sich mit dessen Hilfe auf der Erde akklimatisieren konnte. Moser war ein Raketenwissenschaftler, welcher Mitte der 50er Jahre in der Mitte der Wüste von New Mexico an einer Raketenantrieb-Testplattform arbeitete. Er arbeitete alleine vor sich hin, als ihm plötzlich eine Stimme in den Kopf schoss. Sie sagte seinen Namen. Er drehte sich um und war verwundert, niemanden zu sehen. Dann sagte die Stimme: "Keine Angst, ich bin in einem Schiff einige Meilen über dir." Die Stimme gehörte zu einer Person, welche ein Arrangement mit Moser treffen wollte, ihr verschiedene Bücher zu beschaffen, welche die Person wiederum in einem unglaublichen Tempo las. Die Person wollte Wissen über die Menschheit erlangen, um sich besser in die Gesellschaft einfügen zu können. Moser ging bei mehr als einer Gelegenheit an Bord des Besucherschiffs. Die Wesenheit sah menschlich genug aus, um auf der Erdoberfläche als Mensch durchzugehen. Mit der Schwerkraft und der Luftzusammensetzung hatte er allerdings noch 5 Jahre zu kämpfen. Dann erst fing er an, auf der Oberfläche zu leben. Moser blieb weiterhin in engem Kontakt mit ihm. Auch nach mehreren Andeutungen wollte Moser uns leider nie einander vorstellen. Moser verstarb erst vor kurzem, was aus dem Besucher geworden ist, wisse Gordon nicht. Der Besucher fügte sich unauffällig in die Gesellschaft ein und wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann. Von einem Wesen, welches zu interstellaren Reisen fähig ist, sollte es doch ein wahnsinniger Rückschritt sein, sich in einer vom Kapital bestimmten Gesellschaft wiederzufinden. Oder nicht? Auf die Frage, warum der Besucher hierher gekommen war, sagte Gordon, dass dieses Volk sein Heimatsystem verlassen musste, als ihre Sonne und damit auch ihr Planet starb. Sie hatten nie die Absicht einer Invasion. Sie hatten lediglich den Wunsch, wieder auf festem Boden zu leben. Gordon vermutet noch viele weitere Besucher dieser Art. Er weiß allerdings nur von dem einen. Des Weiteren gab Gordon an, dass die Gerüchte um ein oder mehrere geborgene Raumschiffe, dessen Antriebe zurückentwickelt und für eigene menschliche militärische Zwecke missbraucht wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr sind und Bob Lazar somit die Wahrheit sagt. Er glaubt auch, dass die Regierung solche Fluggeräte selbst gebaut und in Benutzung hat, diese aber unter strengem Verschluss gehalten und dadurch sogar von Mitgliedern der US Air Force oder der NASA für außerirdisch gehalten werden. Freut mich, dass du das Video bis zu Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefällt, kannst du dies in Form eines Daumens nach oben honorieren, denn das Universum bist du. Also fang bei dir an.